Viele Frauen kennen das. Beim Niesen, Lachen, Husten geht unwillkürlich ein Schwall Urin ab. Oder bei der Gymnastik. Nur ein Hopser mit dem Springseil und schon ist die Unterwäsche nass. Dann ist der Abend gelaufen und man möchte am liebsten gleich nach Hause gehen. Und dann die Angst, dass jemand etwas bemerkt. Dabei möchte man sich doch auch einfach nur sicher fühlen und entspannt sein. Und die betroffenen Frauen möchten auch gerne wissen, ob sie diesen Harnabgang einfach so hinnehmen müssen. Zu diesem Thema begrüße ich Heidi Lex Schneider. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Ich glaube, ganz, ganz viele werden sich hier angesprochen fühlen und hoffen, dass Sie Ihnen gute Nachrichten anbieten können. Woher kommt das eigentlich, dass es bei Frauen häufig so ist, dass da mal dann eben ein Schwall Urin in der Unterwäsche landet? Ganz häufig ist die Ursache ein schwacher Beckenboden. Die Beckenbodenmuskulatur verändert sich im Laufe des Lebens. Ja. Und dann, wenn körperliche Betätigungen durchgeführt werden, wie Sport oder, wie Sie schon gesagt haben, Husten oder Niesen, dann kann es bei einer vollen Blase einen erhöhten Druck geben. Und die Blase ist nicht mehr in der Lage, den Urin zu halten. Und Frauen verlieren dann tröpfchenweise oder auch im Schwall den Urin. Ja. Wer ist eigentlich davon betroffen? Passiert das auf einem bestimmten Alter oder nach einer Entbindung? Oder wann kann man damit rechnen? Da haben Sie schon das erste Thema angesprochen. Häufig erleben Frauen während der Schwangerschaft zum ersten Mal eine Blasenschwäche. Mhm. Wenn das Baby mit dem Köpfchen oder mit dem Steiß auf die volle Blase drückt, dann kommt es sehr häufig zu dieser Druckerhöhung und der Urin geht unwillkürlich ab. Ja. Dann nach der Entbindung auch sehr, sehr häufig. Und ein weiterer Zeitpunkt für die Frau sind die Wechseljahre. Mhm. Durch die hormonelle Umstellung im Körper kommt es zu einer Bindegewebsschwäche. Und dann ist wieder die gleiche Situation, dass ein hoher Druck auf der Blase eben auch zum unwillkürlichen Urinabgang führt. Kann man da eigentlich generell gegen vorbeugen? Oh ja, man kann einiges tun. Ein Thema zum Beispiel wäre auch das Übergewicht. Mhm. Zu viele Pfunde verursachen ebenfalls eine Beckenbodenschwäche. Hier könnten Sie als erstes mal ein bisschen abnehmen, Ihr Übergewicht reduzieren und schon haben Sie dann dieses Thema bearbeitet. Mhm. Als zweites sollten Sie aber immer einen Arzt konsultieren. Das heißt, einen Facharzt wie ein Urologe oder Gynäkologe oder auch der Hausarzt. Mhm. Er kann Untersuchungen durchführen, er kann feststellen, welche Gründe vorliegen und er kann Ihnen dann auch geeignete Therapiemaßnahmen vorschlagen. Ja, hier sehen wir, hier haben Sie uns was mitgebracht, liegt hier auf dem Tisch. Ich jetzt als Laie würde sagen, Slip-Einlage, Damenbinde und XXL-Damenbinde. Richtig, so könnte man auf den ersten Blick sagen, dass das Ganze aussieht. Ja. Aber es gibt einen kleinen Unterschied zu diesen Damenbinden, die man ja für die Monatshygiene verwendet. Ja. Damit Sie den Unterschied kennenlernen, habe ich hier schon mal ein Glas Wasser reingeschüttet und würde Sie bitten, dass Sie einfach mal fühlen. Ja, also ich fühle jetzt erstmal, im Gegensatz zu dem hier ist es ein bisschen dicker tatsächlich. Richtig. Das ist die Menge Wasser, die Sie vor der Sendung hier quasi drauf getan haben. Und ich werde jetzt einfach mal gucken oder demonstrieren, wie saugfähig das Ganze ist. Sehr saugfähig und lässt auch nichts durch. Richtig, die Oberfläche trocknet wieder ab. Aha. Und das macht den Unterschied zu einer Monatsbinde aus. Ja. Die Ursache, dass dies so trocken ist, liegt darin, dass in den Etenz Soft Produkten ein Pulver eingearbeitet worden ist. Was ist das genau? Das ist ein Superabsorber. Und dieser Superabsorber hat die Eigenschaft, dass er sich in Verbindung mit Wasser oder in diesem Fall mit Urin zu einem Gel umwandelt. Ja, ein Superabsorber heißt, absorbieren heißt ja quasi aufnehmen, saugen. Genau. Ne? Jedes Körnchen kann das 40-fache seiner Größe an Flüssigkeit aufnehmen. Aha, okay, das erklärt natürlich vieles. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn alle Körner das 40-fache aufgenommen haben. Sie sehen, dass die Flüssigkeit gebunden ist. Und das ist auch die Technologie in den Etenz Soft Produkten. Ja. Die Oberfläche wird wieder trocken und der Urin ist unten in den Produkten selber gebunden. Das ist ein bisschen gelförmig jetzt. Ne? Ja, genau. Und das hier quasi versteckt sich in solchen Binden, ist das richtig? Das versteckt sich in diesen Etenz Soft Binden, die wir speziell für die Blasenschwäche verwenden können. Jetzt sehe ich hier verschiedene Größen, also bei dem ganz kleinen bis zu dem ganz großen, wer kann oder wer sollte was benutzen? Frauen haben unterschiedliche Mengen, die sie verlieren bei einer Blasenschwäche. Es können Tröpfchen sein, es kann aber auch schon mal etwas im größeren Schwall abgehen. Von daher bietet Etenz verschiedene Saugstärken, verschiedene Größen für jede Situation und für jede, Wie sieht das mit dem Geruch aus, wenn man dann unterwegs ist schnell und man merkt, okay, ich kann es nicht einhalten und dann landet es erstmal da? Muss man sich dann fürchten, dass man zwar nicht sieht, aber dann riecht? Ja, das wäre ganz schlimm, wenn das so wäre. Urin ist ja normalerweise steril und ohne Keime behaftet. Mhm. Aber mit Sauerstoff, der ja in der Luft vorhanden ist,
beginnt es dann schon nach einer gewissen Zeit zum Riechen. Hier können Sie sicher sein, dass durch diesen Superabsorber kein Auslaufen stattfindet, keine Geruchsbelästigung stattfindet. Mhm. Das heißt, das Produkt liegt eng am Körper, es ist diskret, man kann es nicht sehen, es ist auslaufsicher und natürlich auch von jedem Geruch befreit. Was mich auch noch mal interessiert und viele Zuschauer natürlich auch, wie ist die Haftung? Die können Sie vergleichen mit den üblichen Damenbinden. Sie halten fest in der Unterwäsche, sie können sich bewegen und es verrutscht auch nichts. Ja, und von der Größe her ist es auch so, denn wenn es vollgesogen ist, dass es trotzdem noch so angenehm bleibt, dass es jetzt nicht allzu groß wird und auffällig unter der Kleidung. Ja, irgendwann sollten Sie selbstverständlich wechseln. Aber Sie haben ja für die verschiedenen Situationen, in denen Sie Urin verlieren, eine Auswahlmöglichkeit. Etense bietet Ihnen alle Größen, alle Saugstärken an und Sie können ganz individuell ausprobieren, welches für Sie und Ihre Blasenschwäche dann auch das richtige Produkt ist. Mhm. Die Trockenheit ist bei allen Produkten gleich. Noch mal einen letzten Tipp für unsere Zuschauerinnen. Ja, auf alle Fälle sollten die Damen ausreichend trinken. Mhm. Viele Frauen, die betroffen sind, reduzieren die Trinkmenge. Dadurch konzentriert sich der Urin und die Blase wird zusätzlich gereizt. Ach so, weil sie natürlich Angst haben, wenn ich jetzt viel trinke, dann könnte es sein, dass da wieder was ausläuft. Vor peinlichen Situationen. Man will sich ein bisschen schützen. Ja. Aber es führt genau zum Gegenteil. Durch diesen konzentrierten Urin kann die Blase sich noch mehr melden. Sie haben noch mehr Harndrang. Und ganz häufig erhalten sie dann auch irgendwann eine Blaseninfektion. Mhm. Deshalb sollten sie sehr viel Wasser trinken. Sie sollten Kräutertees trinken, Scholle. Mhm. Und auf harntreibende Getränke am besten ein bisschen verzichten. Also Kaffee, Cola, schwarzen Tee, etwas reduzieren. Bestimmt für den einen oder für die eine oder andere ein bisschen schwierig, aber wenn man dann letzten Endes weiß, wofür es gut ist, dann macht man das doch gerne. Ganz wichtiger Tipp zum Schluss, den ich jeder Frau gebe, trinken Sie einmal am Tag ein Glas Cranberry-Saft. Damit können Sie jede Blaseninfektion vorbeugen. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen und viele andere wertvolle Tipps und danke, dass Sie unser Gast waren. Gerne. Dankeschön. Liebe Zuschauer, Blasenschwäche ist weit verbreitet und kein Grund, sich zu schämen. Befolgen Sie die Tipps, lassen Sie sich gegebenenfalls vom Arzt beraten und vor allem behalten Sie Ihre Lebensfreude.